Teal and Orange, Original. Teal and Orange, Original. So, willkommen zum nächsten Tutorial in Capture One Pro. Und ja, ich habe hier was Besonderes für euch. Und zwar, wie schaffe ich den Teal and Orange Look, der in den meisten Kinofilmen eigentlich vorkommt. Da springen wir mal kurz rüber zum unseren Farbrad. Wir haben in den Tiefen, also in den Höhen und in den Mitteltönen haben wir eher wärmere Töne und als Komplementärfarbe haben wir Blautöne, Zyantöne. In den meisten Filmen ist das wie gesagt schon gang und gäbe. Wenn wir hier jetzt kurz schauen bei Stirb langsam und diversen weiteren Filmen. Transformers ist zum Beispiel ziemlich bekannt für diesen Look oder hier. Und normalerweise gibt es da eine Menge von Lightroom oder Photoshop Tutorials, aber so gut wie kein Video zu Capture One. Und ich habe mir gedacht, ich nehme mich diesen mal an und mache jetzt einmal kurz meine normale Entwicklung. Das erhöhe ich mal kurz. Sättigung und die Lichter. So, gut, was wir jetzt brauchen ist unser Farbeditor. Ich blende da jetzt einmal das Ganze hier aus. Am Anfang solltet ihr auf jeden Fall euren Weißabgleich einmal setzen, weil sonst haben wir hier diverse Farbverschiebungen, die wir nicht brauchen. Da nehme ich jetzt einfach den offenen Schatten. Das reicht im Grunde. Ja, bewegt reicht. Gut. Was wir jetzt brauchen, wir haben unser Farbrad, wir haben diverse Töne jetzt ausgewählt. Was ich jetzt da hier mache, ist, ich stelle die Blautöne auf einer Achse zu den Orangetönen. Und dann beschneide ich hier die Gelb- und Grüntöne und dasselbe mache ich hier auch bei Magenta, damit das hier so ungefähr aussieht. Da sind wir noch nicht ganz fertig. Was wir jetzt noch machen müssen, ist die Farbtöne anpassen und da müssen wir unseren Farbton auf minus 20 stellen. Bei den Blau-Zyantönen, da stelle ich das Ganze auf plus 20. Und dasselbe mache ich jetzt hier bei Gelb und Rot. Bei Gelb eben auf minus 20, bei Rot auf plus 20. Und man sieht schon, es hat sich jetzt hier ziemlich viel schon getan. Und zwar das Vorher-Nachher-Vergleich. Was ich jetzt noch dazu machen werde, ist ein paar Farben so nach meinen Wünschen anzupassen, wie ich mir das Ganze vorstelle. Und dasselbe mache ich hier jetzt auch bei Gelb. Die Sättigung ein bisschen erhöhen. Die Helligkeit ein bisschen. Und dasselbe dann auch bei Rot. Bei Rot gehe ich ein bisschen okay, und auch die Luminanz ein bisschen höher. Und wir haben unseren Teal and Orange Look.
Mit der Alt-Taste könnt ihr hier noch auf diesem Pfeil zurückdrehen. Und dann könnt ihr das Ganze noch abspeichern und zwar hier unter Benutzervoreinstellungen sichern. Ich habe hier nur die Basisdaten bearbeitet. Man kann jetzt da hier noch zusätzlich beim kompletten Farbrad die Sättigung ein bisschen verringern. Bei mir, also mir persönlich gefällt das nicht so, wenn es so grall, zyan, also so extrem zyanmäßig oder extreme orangene Haut verursacht. Das ist bei den gewissen Presets, die man eben kaufen kann, wo nachher nichts mehr zusätzlich attestiert wird. Einfach Filter draufklatschen und fertig ist das Bild. Das ist nicht meine Devise. Also hier ein bisschen noch die Farben einstellen, Benutzervoreinstellungen sichern und ich nenne das Ganze jetzt mal Teal and Orange. Nachdem ich das schon mal gespeichert habe, schreibe ich jetzt Bindestrich 1 dazu. Fertig. Und jetzt kann ich das Ganze hier nach meinen Wünschen anpassen. Jetzt nehmen wir irgendein Bild aus diesem Shooting hier. Das hier zum Beispiel. Ich stelle jetzt einfach hier mein Weißabgleich auf bewölkt ein. Und hier dann mein Teal and Orange. Und wir haben unser Bild wieder, so wie man sich es vorstellen. Jetzt kann man noch andere Anpassungen noch dazu machen, je nach Bild verschieden. Diese Einstellung hier betrifft jetzt nur die Farben und greift ansonsten nicht ins Bild ein. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Ansonsten abonniert noch den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Video. Gleiche Entschuldigung vorweg, ich habe jetzt lang nichts hochgeladen, weil es einfach zu stressig bei mir war und mein Tag hat auch nur 24 Stunden, deswegen so lange auch nichts hochgeladen. Ich gelobe Besserung, es wird in nächster Zeit wieder ein paar Videos zu Capture One geben und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao Leute!